Wir haben gerade einen Vortrag von dir gehört zum Thema Generation Y. Ja, wie spricht man denn die Generation Y heute mit Versicherungsprodukten an? Wie erreicht man die? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man über ganz, ganz viele verschiedene Kanäle, aber ich glaube, alles sollten Social-Media-Kanäle irgendwie sein. Also sei es jetzt über Facebook, über Instagram oder wie halt in meinem Fall auch dem Podcast. Und wenn man jetzt bei euch sich mal die Internetseite anguckt, also deine Internetseite im Speziellen, da gehst du auch mit den Besuchern dort, bietest du ihnen das Du an, setzt dort sehr viel auf Transparenz und Aufklärung und ist eigentlich alles ganz nett und schön gemacht, so sehr anschaulich. Warum schafft es denn die Versicherungsbranche, sich so dem Kunden etwas zu nähern? Was denkst du? Ja, das ist auch wieder eine sehr, sehr gute Frage. Versicherungen sind ja vermeintlich wirklich staubtrocken. Und eigentlich, wenn man jetzt einfach nur von den Bedingungen her geht, sind sie auch staubtrocken. Aber die jüngere Generation will eben diese Aufklärung, die geschaffen wird. Sie wollen tatsächlich auch wissen, was verkauft wird und nicht so, wie es früher war. Ja, warum soll ich, brauche ich das? Wurde gesagt, ja, weil es gut für dich ist und das war's. Wir wollen viel, viel mehr Aufklärung. Und diese Offenheit, Transparenz und diese Aufklärung sollte man eben zeigen. Und genau das ist, glaube ich, dann der Schlüssel zum Erfolg. Und warum Versicherungsgesellschaften das nicht schaffen, weiß ich nicht. Weißt du nicht, kannst du nicht beantworten. Nein. Aber erreichst du denn damit auch ältere Menschen oder ausschließlich junge Menschen? Kann man damit auch ältere Menschen gut erreichen? Finden die das so auch gut? Ja, ich denke mal, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man auch ältere Menschen auch mit dem Du erreichen kann. Man muss ja immer so, es ist eventuell so ein schmaler Grat zwischen dem Sie und Du und ist es jetzt zu hip? Oder eben doch nicht. Und dann kommt ja noch dazu, Versicherungen sind ja zum einen erzkonservativ und sind wichtig und seriös. Und da muss man, glaube ich, tatsächlich irgendwie so einen Mittelweg finden, wo es irgendwie auf der einen Seite noch seriös ist, aber auf der anderen Seite eben so ansprechend, dass alle Zielgruppen irgendwie sich gut aufgehoben fühlen. Du hast es ja im Vortrag erwähnt, ihr erreicht eure Kundschaft viel über die sozialen Medien, macht Online-Beratung. Ihr habt auch einen eigenen, also du hast einen eigenen Podcast und den betreibst du zusammen mit Bastian Kunkel, der auch ein YouTuber ist. Wie erreicht ihr die Leute? Was habt ihr da für Themen? Erzähl uns mal ein bisschen was zu eurem Podcast. Okay, also wie du ja schon richtig gesagt hast, ich mache den Podcast nicht alleine. Ich mache den noch gemeinsam mit Bastian Kunkel von Versicherungen mit Kopf. Der hat einen ganz, ganz großen YouTube-Kanal. Und wie ich immer scherzhaft sage, ist ja ein Podcast so das YouTube für Hässliche. Und deswegen passe ich da ganz gut rein. Das ist hart. Ja, nein, das ist... Wir beiden reden in unserem Podcast tatsächlich einfach mal von den Basics, das, was jeder über Versicherungen wissen möchte oder wissen sollte, was ja in Schule, Studium und so weiter überhaupt gar nicht wirklich erwähnt wird. Also man weiß ja, die meisten wissen ja noch nicht mal, wie man irgendwie ein Banküberweisungsformular ausfüllt, weil das ja auch mittlerweile alles online geht. Aber beim Thema Versicherung, da wird man auch in der Schule oder Ausbildung wird man gar nicht drüber aufgeklärt. Und deswegen fanden wir es wichtig, dass wir in unserem Podcast einfach mal die Basics erklären. Also sprich, was ist eine private Haftpflichtversicherung zum Beispiel? Wozu braucht man die überhaupt? Braucht man die überhaupt? Gleiches mit Berufsunfähigkeitsversicherung und allen anderen Sparten, die es gibt. Also wir sprechen da nicht über spezielle Produkte, sondern tatsächlich spartenübergreifend über alle Versicherungsthemen, die es irgendwie gibt. Das zum einen. Zum anderen reden wir auch darüber, wie wir unser Maklerbüro und wie wir unsere tagtägliche Arbeit verrichten. Und was auch mit dabei ist, sind wir interviewen meistens Vorstände von Versicherungen, dass einfach da mal gezeigt wird, dass die Versicherungsbranche doch nicht so staubtrocken ist, wie sie vermeintlich scheint. Und dass auch Versicherungsvorstände ganz normale Menschen sind und versuchen und kriegen es auch, glaube ich, ganz gut hin, dadurch eben auch hoffentlich ein positives Bild auf unsere ganze Branche zu werfen. Also ihr tut ganz viel fürs Image der Branche. Danke dafür. Gibt es denn auch eine Hörerschaft? Habt ihr Hörer? Ja. Und findet ihr darüber auch Neukunden? Ja, also wir haben Hörerschaft. Man kann natürlich nicht wirklich jeden einzelnen Hörer irgendwie sehen, wer ist das? Und ist das vielleicht sogar ein Kollege von uns oder ist er anders irgendwie aus der Versicherungsbranche oder ist es ein potenzieller Endkunde oder sind es tatsächlich schon Kunden, die uns hören? Das wissen wir nicht. Ursprünglich war der Podcast darauf ausgelegt, Endkunden zu erreichen und diese Aufklärung zu schaffen. Mittlerweile kriegen wir aufgrund des Feedbacks aber auch sehr häufig mit, dass uns eben auch Leute aus der Branche hören und das wohl auch ganz gut finden, was wir tun. Ja, dann danke fürs Interview, noch viel Erfolg. Dankeschön, sehr gerne.